Division. Aber es geht auch anders. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wüssten, Kraft höhere Weisheit, woher auch immer, dass y gleich e hoch 2x diese Differentialgleichung löst. Das ist so etwas Ähnliches, wie wenn Sie beim charakteristischen Polynom kurz vor der Polynomdivision stehen. Also, und jetzt setzen wir den D'Alembert an, den kennen Sie ja. Also wir setzen an, y ist gleich irgendeine Funktion f von x mal e hoch 2x als Lösung dieser Differentialgleichung. Jetzt müssen wir das Ding kräftig ableiten, das wissen Sie. Also, das heißt, das y' ist dann das abgeleitet mal dem plus das mal dem abgeleitet. Also f' plus 2f mal e hoch 2x. Ja, das heißt, das ist jetzt ein bisschen abgekürzter geschrieben. Also ich rechne das jetzt immer so aufwendig, sondern ich versuche das möglichst knapp zu halten. Jetzt machen wir die zweite Ableitung. Also müssen wir das hier wieder ableiten. Und da kriegen wir raus, also wieder irgendwas mal e hoch 2x. Und da müssen Sie zunächst mal das hier ableiten. Da kriegen Sie f2' plus 2f' plus 2f' mal dem. Und dann plus das abgeleitet mal dem hier. Da haben Sie hier also ein 4f'. Und hier 2 mal 2 gibt hier auch noch eine 4f. Also ich rechne das jetzt wirklich ein bisschen im Turbo-Tempo. Wenn Sie diese Schritte nicht verstehen, rechnen Sie es nochmal nach. Im Falle, dass ich mich verrechne, müssen Sie mich aber aufhalten. Wie Sie das machen, weiß ich auch nicht. Wir brauchen noch die dritte Ableitung. So, die dritte Ableitung, die kriege ich jetzt durch das hier abgeleitet. Also f3' plus 4 mal f2' plus 4 mal f'. So. Und dann muss ich das hier mit 2 multiplizieren. Das gibt dann 2f2'. 2f2' plus 4f2' sind, glaube ich, 6f2'. Dann muss ich das f', das bekomme ich von da, da kriege ich 8. 8 plus 4 sind, glaube ich, 12. Müssen Sie echt aufpassen, dass ich mich nicht verrechne. Und da sind sicher die 8. Der ist sicher. E hoch 2x. Kontrollieren Sie bitte, ob meine Ableitung stimmt. Oder andersrum, wenn sie nicht stimmt, funktioniert die Rechnung nicht. Gut, also, das heißt, jetzt habe ich hier die dritte Ableitung. Und die schreibe ich jetzt einfach so hin. Und ich lasse das e hoch 2x gleich weg. Das kann ich weglassen, weil dadurch dividiere ich sowieso. Also nehme ich die dritte Ableitung. Plus 6f2' plus 12f' plus 8f. Das ist die dritte Ableitung. Minus 2 mal die zweite Ableitung. f2' plus 4f' plus 4f. Plus minus 4 mal die erste Ableitung. f' plus 2f. Plus 8 mal plus 8f. Gleich 0. Das heißt, so sieht jetzt unsere Differentialgleichung aus. Uff. Ja, und jetzt müssen Sie gucken. Ich rechne da jetzt mal einen Schritt weiter. Ausnahmsweise mal, überspringe ich jetzt hier nicht zwei Schritte, weil jetzt müssen wir nämlich wirklich gucken, ob das, was ich haben will, auch wirklich passiert. Sonst stimmt das hier oder gar schon das hier nicht. Minus 8f' minus 8f minus 4f' minus 8f plus 8f. So, jetzt wollen wir mal gucken, was da alles wegfällt. Also, so Gott will, fällt da viel weg, aber nicht alles. Ein 8f gegen das 8f und das 8f gegen das. Also, die f's sind schon mal weg. Gut. Gehen wir weiter zu den f', die sollten auch noch wegfallen. Einmal weg der 12 minus 4 minus 12 minus 8 minus 4 ist 0. Fällt also auch weg. Dummerweise fällt aber das f2' nicht weg. Das bleibt irgendwie.
Also es bleibt übrig F3' und dann habe ich hier plus 6 minus 2 ist plus 4. F2' gleich 0. So, und jetzt können wir, das kennen Sie schon, jetzt kommt diese komische Substitution. Jetzt kommt die Substitution, dass Sie sagen, G soll F2' sein. Ja, wenn G F2' ist, dann steht da G' plus 4G gleich 0. Was bedeutet das? Welche Lösung hat diese Differentialgleichung? E hoch minus 4x. Also G ist C mal E hoch minus 4x. So, jetzt weiß ich, dass ja mein G gleich F2' ist. Also ist F2' gleich C mal E hoch minus 4x. Was ist dann das F? Also erstmal F' ist dann gleich C durch minus 4 mal E hoch minus 4x plus C1. Das ist mein F'. Und was ist mein F? E durch 16 E hoch minus 4x plus C1 x plus C0. So, ist das jetzt die allgemeine Lösung der Differentialgleichung? Nein. Wir müssen das jetzt noch da oben einsetzen und dann kriegen wir tatsächlich die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Damit ist diese Differentialgleichung komplett gelöst. Statt des C16 schreibe ich jetzt ein C2. Da habe ich mir extra aufgehoben. Also habe ich C2 e hoch minus 4x plus C1x plus C0. Und das Ganze muss ich multiplizieren mit dem e hoch 2x von oben. Und ich habe, und ich finde das so ungeheuer erstaunlich, ich habe mit einer einzigen Lösung die komplette Differentialgleichung gelöst. Ohne Polynomdivision oder sonst was, nur mit D'Alembert. Ja, D'Alembert liefert mir absolut alles. Also das heißt, wir multiplizieren das hier jetzt rein und dann habe ich C2 e hoch minus 2x plus C1x e hoch 2x plus C0 e hoch 2x. Hat mir tatsächlich alles gelöst und Sie können jetzt auch über das charakteristische Polynom direkt die Nullstellen ablesen. Ja, das charakteristische Polynom heißt ja Lambda hoch 3 minus 2 Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 8. Kann ich Ihnen auch hier zeigen, was ich gerechnet habe. Ja, was habe ich gerechnet? Sie sehen es jetzt hier. Ich habe gerechnet x² minus 4 mal x minus 2, oder? Mal x plus 2, oder? Nee, mal x minus 2. So, also, ja, das heißt, wir haben Lambda 1, 2 gleich 2. Den wusste ich, den habe ich auch investiert. Und Lambda 3 gleich minus 2. Ja, und den habe ich alle rausgekriegt. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein tolles Verfahren? Ist das nicht begeistert? So, wenn Sie das begeistert, können Sie weiter studieren. Und wenn Sie das jetzt, was, langweilig, Hilfe, zu viel Algebra, dann Maschinenbau. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Ja.